Freunde, wir sind jetzt da im Menü und ich freue mich wirklich mega, nochmal kurz mal ohne Mucke, ich freue mich mega, das Game hier zu starten, denn wie gesagt, wir fangen eine Reihenfolge an und zwar War 2 GTA 5, meine Freunde. GTA 5 haben wir ein bisschen gezockt vor langer Zeit. Ich habe leider die Teile noch nicht online gestellt, die sind alle fertig geschnitten. Also hochgeladen, geschnitten, die müssen nur online gestellt werden. Aber ich hatte keine Lust, weil die Qualität so schlecht war und da ein paar Videoszenenfehler drin waren. Deshalb wollte ich sie nicht online stellen. Aber wir werden hier wieder von A anfangen und bei GTA 5 wieder aufhören. Und ja, das heißt jetzt aber nicht, dass ich jetzt die nächsten Teile direkt nacheinander nach dem Teil direkt zocke, sondern wir tasten uns langsam an dieses Gaming ran, nicht nur mal FIFA, jetzt mal auch ein bisschen Abwechslung, wenn der Winter kommt. Ich weiß nicht, ob noch viele FIFA spielen, ist ja auch ein anderes Thema. Und ja, auf jeden Fall fangen wir an, Freunde. Gehen wir mal kurz in den Optionen rein. Also GTA 3 habe ich zuletzt in Erinnerung auf der PlayStation 1 noch gehabt. Ich weiß, ich habe alles vergessen. Alles. Ich weiß nicht mal, wie der Charakter heißt hier. Ich hab das alles vergessen. Natürlich sind wir auch gerade hier live auf Twitch. Mich würde freuen, wenn ihr mal auch hier mal rüber switchen könnt. Deshalb drücken wir jetzt auf die Aufnahme, denn das wird ja später als Let's Play hochgeladen. Und ja, genießt das Spiel und viel Spaß beim Zuschauen. So, was haben wir hier? Kamera invertieren. Blickempfindlichkeit. Das ist die Helligkeit oder die... Ich glaube, das müsste der Rand sein, ne? Vibration. Antippen zum Sprinten. Okay. Ja, lass mal erstmal an. Ego-Perspektive, Standard wiederherstellen. So, was haben wir hier bei Grafik? Wiedergabe, Treue. Okay. Also, ich will auf jeden Fall jetzt keinen Bildschirm haben, was halt kleiner ist, wo man das halt noch einstellen muss. Und bis jetzt habe ich es leider noch nicht gefunden. Zielhilfeempfindlichkeit. Ja, das war erstmal so. Zielumrandung deaktivieren. Das war mal an. Höhe der Fahrzeugkamera. Hoch, niedrig. Ja. Station und. Okay, dann starten wir mal rein. Also, Freunde, das ist wirklich nach sehr, sehr langer Zeit, dass ich dieses Game wieder zocke. PlayStation 1 und was geht ab, Kämmer? PlayStation 1 war das und ja, das war so lange her. Auf jeden Fall kommen wir jetzt zu einer Brücke oder so. Kommt, wenn wir auf jeden Fall rauskommen. Okay, Kamera zerschossen. Ah, genau, wir werden hier verraten, ne? Ja, wir werden hier verraten gerade. Stimmt. Gangster von gehielter Komplizen angeschossen, Gericht befindet Räuber einstimmig für schuldig. Ja. Schuldig, genau. Weil es Zink in den Reihen gab. Natürlich hat man auch mit Cheats gespielt, keine Frage. Aber GTA 3 habe ich jetzt nicht so krass gesuchtet, wie mein Lieblingsteil GTA San Andreas. Details have been released about the prisoners being transferred in the convoy, and no group has claimed responsibility.
The convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses and the bridge itself severely damaged. Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack. Revelations as to the professionalism of the attack struck police hours afterward, when identification of the missing felons were further hampered by an attack by computer hackers on police headquarters databases. With the Porter Tunnel project falling behind schedule, this disaster leaves Portland isolated from the rest of the city. Ja, genau. Hier an der Brücke, wenn wir jetzt rauskommen. Ich hätte noch Leitung. Ich muss sagen, diese Remaster sieht schon nice aus. Boah, da hat ihn einen Tockert gegeben. Freunde, sagt mir auf jeden Fall, wie ihr die Grafik findet. Ich will es auch von euch wissen. So, da sind wir jetzt in der Brücke. Auf der Brücke, unter der Brücke, was auch immer. Die Bombe wurde gesprengt. Und da sind wir auch. So, kurzes Päuschen. Egal. So, machen wir weiter. So, Freunde, hier sind wir jetzt. Boah, jetzt habe ich ja... Ah, mit 3 kann man doch noch einstecken. Ich dachte, das ging nicht. So, Radio braucht kein Schwein. Wie geht das weg? Ah, wie bei GTA 5, okay. Boah, das ist so eine Nostalgie, ne? Mit einer Remastered-Version. Und die Polizei ist schon direkt an den Fersen. Was ist denn hier los, Alter? Hier direkt Navi, TomTom, alles regelt... Google Maps regelt alles. Richtig geil. Ja, genau. Und jetzt, ja, haben wir einen überfahren, was wir nicht wollten. Und das Auto ist schon direkt zerschrottet. Das müsste wohl Chinatown sein. Ich habe ja voll die aggressiven Daumen an dem Cursor gerade. Deshalb war ich so ein bisschen hin und her besoffen. Oh. Das Handling vom Fahrzeug ist leider nicht das Beste. Und hier ist unsere Hütte. Boah, die kenne ich ja noch. Die kenne ich noch. Unsere Bunkerhütte mit einer Garage. Außerhalb einer Mission kannst du dein Spiel hier speichern. Dies rückt die Uhr um 6 Stunden vor. In die Garage nebenan kann ein Fahrzeug eingestellt werden. Ja, das kennen wir ja, ne? Jetzt sind wir in den Mafiosi-Kleidung, in den... Ja, lass uns... Kann ich das noch auch wie früher machen? Das Auto da rein? Speichern? Ehrlich gesagt... Achso, wir sind in der Mission. Okay, wir sind in der Mission. So, den Basie nehmen wir mal mit. Ein Tag Sozialarbeit. So, wir haben direkt mal die erste Mission. Boah, ich schwöre, ich habe wirklich... Also, ich sehe alles jetzt wieder nach Jahren. Ich erkenne auch alles wieder. Aber Brudi, das Remastered, das sieht nochmal eine ganze Ecke besser aus. Genau, und hier ist ja dieser Hintereingang von der Diskothek. Luigi's Girls. Da werden wir auf jeden Fall unsere meisten Missionen machen, das weiß ich noch. Ja, aber schnell. Hey, Paul's got some business upstairs. Well, maybe you could do me
Remember, no one messes with my girls. So keep your hands on the wheel. If you don't mess this up, maybe there'll be more work for you. Now get out of here. Man darf seine Frauen nicht anfassen, weil er Zuhälter ist. Anscheinend. Also ich weiß nicht, ich hab immer noch... Ja, Digga, ist doch gut, Mann. Ich komm, ich bin ja schon weg. Also ich glaube, es war ein Fehler, wenn man rennt, anzutippen, lieber gedrückt halten. Aber ist ja jetzt auch nicht schlimm. Ich glaube, das beste Auto war die Dreitürer da. Die komische, was man heute als Mazda so erkennen kann. Steig ein. Hallo, Püppchen. Harama. Ich muss sagen, die Remastered-Version, die Grafik, ist schon deutlich viel besser. Ganz klar. Ist auf jeden Fall viel besser. Und unser erstes Geld haben wir gemacht. $1,500. Damit können wir jetzt einen trinken gehen. Oh, die erste Trophäe haben wir erreicht. Ich werde aber ja... Aber in dem Let's Play werden wir auf jeden Fall keine Trophäen erstmal spielen. Wir werden erstmal schön entspannt das Let's Play durchspielen. Okay, schließ Luigi's Girls. Okay. Unsere erste Trophäe. Du kannst dir bei Luigi den nächsten Job abholen oder Liberty City erkunden. Ich würde sagen, wir gehen erstmal das Auto reparieren. Hier ist schon mal ein besseres Auto. Ah, egal. Behalten wir unser Auto. Gehen wir unser Auto reparieren und gehen dann Luigi's Job nächsten Job machen. Ich weiß jetzt nicht, was die Reparatur kosten wird. 1000 Dollar! Ey, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, ein Penny würde das kosten. Hallo? Da greifen die mir wieder durch. Außerdem, warum bin ich jetzt Reparatur gegangen, wenn ich doch beim Speichern das auch reparieren kann. Ah, egal. Ein Spank für die Ladies. Oder Spank. Luigi said to give you this, so here, take it. There's a new high on the street. Goes by the name of Spank. Some wise guy's been introducing this trash to my girls down Portland Harbor. Go and introduce a bat to his face. Then take his car, respray it. I want compensation for this insult. Okay, jetzt müssen wir einen kidnappen, oder? Sag nur, weil du auch länger bist. wir haben noch Basie. Jetzt haben wir zwei Basies. Das finde ich auch geil. Bei GTA 3 auf der PlayStation 1 Version gab es das gar nicht. Alles schön neu gemacht. Das ist nice. Sehr, sehr nice. Ich weiß nicht, ob das Copyright-Mucke ist. Manchmal musst du Wege finden, die den Radar nicht anzeigt. Oh, eine Schießerei. Eine Schießerei. Ey, jetzt haben wir einfach $1000 verbrannt, ne? Achso, wir müssen gegen ihn kämpfen, ne?
Ich kenn's aus Filmen nur so. Aber Gewalt ist keine Lösung, meine Freunde. Gibt's hier einen Hip-Hop? Hip-Hop-Sender? Vibes? Nee, lass mal sein. Ich glaube, das wird das erste GTA, glaube ich, sein, das ich jemals ohne Cheat gespielt habe. Was? Ey, wenn er mir jetzt hier wieder Geld wegnimmt, ne? Ja, nee, lass mal nach Hause kurz. Oder müssen wir jetzt hier irgendjemanden kaputt schlagen, damit wir ein bisschen Geld sammeln können? Können wir wenigstens speichern oder geht das nicht? Naja, wir sind in Mission. Ja, wir müssen ein paar Leute uns vorknöpfen. Oh, Polizei! Wie kann man zielen, Alter? Digga, die Leute sind ja hier arme Schluckhammer. Haben nur $100 in der Tasche. Es wird ein kleiner Cut hier. Oder kennt ihr eine andere Möglichkeit, hier an die $1000 ranzukommen? Noch $300, die wir brauchen. Ja, vielleicht haben die Prostituierten etwas. Komm, ich bock mir nur etwas aus. Kriegt ihr wieder. Kriegt ihr wieder, meine Schatzis. Also ich habe jetzt wirklich keinen Cheat angewendet, aber bis jetzt ist die Polizei nicht gekommen, ne? Braunschläger-Anzeige. Hast du keine Geld? Wo ist meine Geld? Wo ist meine Geld?
$100. 100 Dollar. Nur noch $100. Kommst du her? Keine $100. Bleibst du stehen? Nein, bleib hier, hallo! Hey. Wo ist mein Geld? Gib mir mein Geld! Was tust du, Alter? Aus mit dir! So, $1000 ist jetzt da. So, Freunde, die $1000 sind jetzt da. Ich musste mir ein bisschen Geld borgen von jemandem. Und ja. Neuer Motor und neue Lackierung. Die Cops werden dich nicht stell das Auto. Luigi's Garage. Geh da weg, Mann. Hallo. So, machen wir uns jetzt mal auf den Weg zu Luigi's Garage. Holen uns unser nächstes Gehalt ab. Ja, aber da $4000. Ja, aber eben, wo ich reingegangen bin, meinst du, $1000 kostet das. Komm, ich brauche mal dein Fahrzeug. Ach man, bleib mal stehen. Und die Bullen sind schon unter uns her. Boah, die sind aber schnell. Kann man nach hinten gucken? Ey, wollte ich nicht, hallo! Oh, ich muss aufpassen, wir haben mit 73 Leben, ne? Boah, das kenne ich noch, diese Baustelle. Konntest nicht durchfahren. Müssen wir schnell nach Hause abhauen, damit der Stern weggeht. Ah, da haben wir ein Herz. Ey, genau in der Polizeistation. Scheiße. Ich kann, glaube ich, da durchfahren, ne? Kann das sein? Ey, bei GTA 3 konnte man hier durchfahren. Hau ab. Hau ab, Gringo, hau ab. Gringo. Ey, wie geht Polizei weg, Alter? Ich darf keine Cheats benutzen. Mann. Sonst hätte ich dich schon längst verjagt. Unser nächster Job. Misty und der Mafioso. Dann mal auf zu Misty, ne? Polizei ist weg! Polizei, nix da! Ach so.
Oh lala, hey, lo Püppsche. Wie geht es dir? Kann man dich kennenlernen? Ey, ich glaube, das ist auch eine Truppe hier, wenn man hier hochfährt, ne? Hab aber keinen Bock. Hau ab. Geh doch auf Seite, Mann. Ja, hub mal, hub mal. Ich muss hier einen Gentleman-Job ausführen. Ein Gentleman-Job. Meine Frau. Das war's mit dem Gentleman-Job. Verschluckt dein Vater. Ja, Freunde. Gentleman-Job. Auto-Painting. Habt ihr gesehen, auf den Arsch geklatscht. Luigi said you were reliable, so come back later, there might be some work for you. Alright? Alright. $1,000. Wir werden ja hier immer reicher. Kommt zwischen 5 und 21 Uhr. Toll. Okay. Hau doch ab, Alter. Wollte ich nicht. Digga, das Auto hat so ein Dreckshandling, ne? Pump Action Thriller. Some Diablo scumbag has been pimping his scuzzy bitches in my backyard. Go and take care of things for me. If you need a piece, go around back of Abner Nation opposite the subway. Okay, wir müssen unsere Gebiete verteidigen. Also Freunde, macht auf was, macht euch auf was gefasst. Ab in die Abner Nation.
Kann ich aus dem Auto auch schießen? Boah, voll Schock bekommen, Alter. $4,000. Der Bullenball. Okay. Toll, das war aber nichts. Das war wohl nicht 30 Sekunden verloren. Hä, wo ist die scheiß Brücke? Oh, du Drecksbaum. Mann, jetzt habe ich eine Minute für dich verschwendet, Mann. Ah, ja, das ist Quatsch. Das ist Quatsch, mit so einem Auto zu diese Mission zu machen. Aus. So, es sind noch einige da und da, aber ich glaube, das wird nichts.
Ah, leck mich doch, Alter. Viel zu spät, dass ich diese Karre bekomme. Viel zu spät, diese Karre bekommen. Was ist denn hier los? Hä? Haben die immer noch Fehler? Nee, oder? Wir wurden einfach rausgekickt. Oh, toll. Wir wurden einfach rausgekickt. Okay. Nicht schlimm.